Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es ist gut, dass wir immer wieder hier im parlamentarischen Raum die Debatten führen, wie die Rechte von Kindern auf allen Ebenen berücksichtigt und umgesetzt werden. Die Kollegen haben es schon erwähnt, wir haben das bereits einige Male getan. Und dieser Antrag heute bietet uns auch wieder Gelegenheit, diese Debatte zu führen. Richtig ist, und das haben die Piraten in dem Antrag so beschrieben, dass die Kinderkommission des Bundestages sowohl an die Kommunen als auch an die Länderparlamente appelliert hat, entweder Kinderbeauftragte oder Kinderkommission einzurichten, mit denen sie dann zusammenarbeiten kann. Es hat sich im letzten Jahr im Bundestag die Kinderkommission intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Ist das ein richtiges Instrument, Kinderbeauftragte einzurichten? Und es gibt viele fachliche Stellungnahmen dazu, die wir tatsächlich auch in unserer Diskussion berücksichtigen sollten. Es hat sich gebildet die National Coalition Deutschland, die darauf aufmerksam macht, dass so ein Kinderbeauftragter oder eine Kinderbeauftragte unabhängig sein soll. Das fordert auch der UN-Ausschuss für die Kinderrechte. Für die Ausgestaltung eines solchen Mandats ist es wichtig, dass es eine rechtliche Grundlage gibt, in der festgeschrieben ist, welche Bedürfnisse und welche Befugnisse eine solche Stelle hat und wer ihr zuarbeiten muss und so weiter. In Deutschland ist das Deutsche Institut für Menschenrechte das einzige, das nach den Pariser Prinzipien arbeitet, in denen das formuliert ist, die Voraussetzung für so eine Institution. Und dort ist auch die unabhängige Monitoringstelle zur UN-Kinderrechtskonvention angesiedelt. Und wir sollten uns hier tatsächlich in Nordrhein-Westfalen fragen, ob wir nicht stärker mit dieser Monitoringstelle kooperieren und zusammenarbeiten sollen. Eins ist hier deutlich in allen fachlichen Stellungnahmen, meine Damen und Herren, ist die Position, die die Piraten hier einnehmen in Bezug auf die Rolle, die solch ein Beauftragter oder Beauftragte einnehmen sollte, wird ganz anders beantwortet. Nämlich die Piraten fordern ja hier, dass, so steht es bei Ihnen im Antrag auf Seite 2, der Beauftragte oder die Beauftragte mit politischer Steuerungskompetenz ausgestattet werden soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann nicht der richtige Weg sein, weil hier gilt das Primat der Politik. Und das kann auf keinen Fall die Rolle eines Kinderbeauftragten sein, so eine politische Rolle einzunehmen. Hier geht es um Beratung, hier geht es um Perspektive von Kindern in den politischen Prozess einzuführen, aber auf keinen Fall darum, politische Steuerungsprozesse zu initiieren. Das heißt, dieser Konzeption können wir auf keinen Fall so folgen. Wir haben, und damit möchte ich vielleicht auch der CDU-Fraktion, lieber Bernhard Hennenhumberg, dir ein bisschen auf die Sprünge helfen, als Rot-Grün ja bereits eine Fülle von Maßnahmen zur Stärkung der Kinderrechte beschlossen und umgesetzt. Im zweiten Kiebitz-Änderungsgesetz besonders deutlich, da haben wir nochmal auf die Rechte der Kinder, die wir in unserer Landesverfassung eingeführt haben, verwiesen. Wir haben die Partizipation in der Altersgestaltung der Kita für die Kinder gesetzlich festgeschrieben. Weiterhin haben wir die Ombudschaft NRW auf den Weg gebracht. Das ist eine sehr nützliche und wichtige Maßnahme, um Beschwerdemöglichkeiten, um Anhörungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche vor Ort zu schaffen. Und wir haben den erwähnten, den positiv erwähnten interfraktionellen Arbeitskreis, wo wir tatsächlich gemeinsam mit den Jugendlichen ja versuchen, mit dem Landesjugendring, dem Kinder- und Jugendrat und der Landesschülervertretung ein Konzept auf den Weg zu bringen, wie Partizipation hier in Nordrhein-Westfalen besser gelingen kann. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich habe nichts anderes gehört. Und ich denke aber auch, wir sollten die Ergebnisse dieses konstruktiven Prozesses der Beratung abwarten und uns da jetzt nicht an dieser Stelle auseinanderdividieren. Meine Damen und Herren, ich zweifle offen gesagt, oder wir zweifeln als Grüne offen gesagt, ein bisschen an der Ernsthaftigkeit des Vorhabens der Piratenfraktion. Weil erstens, wenn Ihnen das so wichtig ist, hier einen Kinderbeauftragten zu benennen, warum tun Sie das jetzt so spät, erst am Ende der Legislatur? Es ist im Grunde schon zu spät, um so etwas hier einzuführen. Bis so ein Beauftragter ans Arbeiten kommt, ist dann die Legislatur
ist schon zu Ende. Und zweitens, und das wiegt auch schwer, Sie haben mit keinerlei finanziellen Mitteln das unterfüttert. Sie haben keinen Haushaltsantrag zugestellt. Aber wir wissen natürlich, um eine solche Stelle einzurichten und sie auszustatten, braucht es finanzielle Mittel, sonst haben wir da einen zahnlosen Tiger. Also von daher die Ernsthaftigkeit Ihres Anliegens bezweifeln wir deutlich. Dennoch hoffe ich und freue mich darauf. Eine Zwischenfrage? Ja, von Herrn Düngel. Ja, sehr gerne. Gut, dann machen wir das doch. Ich würde gerne, also vielen Dank erstmal, dass ich die Zwischenfrage stellen kann, Frau Kollegin Asch. Ich muss gerade so ein bisschen noch schmunzeln über die Frage, warum dieser konkrete Antrag dann erst so spät kommt. Ich möchte mit einer Gegenfrage an der Stelle antworten. Warum sind noch nicht alle Forderungen oder alle Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt? Also, lieber Herr Düngel, wir sprechen, glaube ich, jetzt über einen ganz konkreten Antrag Ihrer Fraktion. Und wir sprechen nicht im Allgemeinen über die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Ich nehme hier Stellung in meiner Rede dazu, dass Sie zu spät damit kommen. Und wenn es Ihnen wirklich wichtig gewesen wäre, hätten Sie diesen Antrag gestellt zu einem Zeitpunkt, wo ja auch noch sozusagen umsetzungsfähig ist. Ich freue mich aber trotzdem, liebe Kollegen von der Piratenfraktion, ich freue mich trotzdem auf die Beratung im Ausschuss, wo ich dann hoffe, dass wir konstruktive Debatten führen in Vorbereitung auf die nächste Legislatur. Vielleicht kommen wir ja dann gemeinsam zu einem Konzept, wie wir in der Tat die Interessen, die Perspektiven, die Bedürfnisse von Kindern hier in Nordrhein-Westfalen noch besser in unsere parlamentarische Arbeit mit aufnehmen können. Und insoweit lassen Sie uns konstruktiv die Frage bewegen, dann mit Hinblick auf die neue Legislatur. Ich danke Ihnen.